machen wir. Unser letzten Start des heutigen Tages. In der aktuellen Cup-Wertung auf Platz 1 Janik Schaufler, auf Platz 2 Philipp Reffel-Pitz, auf Platz 3 Marc Brautmann, Platz 4 Frederik Funk, Platz 5 Marc Waldo, Platz 6 Lars Schimmelberg, auf Platz 7 Tim Siegmann, Arthur Bouzé auf der 8, Jan Zimmermann auf 9, Michael Haas auf 10 und wir bitten das Gesamtfeld zu Wasser. Das macht sich doch mal einfach nicht. Dann sehen wir jetzt wirklich den Gerüst und den besten Zipfel beim Schatz. Und wir bitten in Ruhe und die Wettkampfzeit. Also das sieht sehr gut aus. Und das fällt ganz, ganz dicht zusammen. Gerade mal 20 Sekunden vergangen und schon 20, 25 Sportler sind es locker, die hier durch sind. Also das bleibt ganz, ganz kompakt zusammen. Gerade einmal eine Minute sind seit dem ersten Schwimmankömmling vergangen. Also Sie sehen, und wir haben schon zwei Drittel des Feldes im Wechselbereich. Das bedeutet wirklich, dass es hier noch zu Verschiebungen kommen wird. Und jetzt sind auch die letzten Sportler in sichtbarer Nähe. Auch Sie sehen schon den Ausstieg und bereiten sich gedanklich und emotional aufs Radfahren vor. So, nochmal Beifall für die Ankömmlinge, die jetzt kommen. Alle noch ganz nah, also wir haben jetzt gerade einmal 2 Minuten seit Ankommen des ersten Schwimmers. 2 Minuten haben sich fast 99% der Schwimmer hier eingefunden und wir haben noch 2 Sportler. Thank you.
Fabian! Haben sich hier ausgekotzt bis zum Geht nicht mehr. Also, vielleicht haben wir mal für alle jetzt, denen, die es
jetzt hier sind, mal einen großen Applaus, Männer, ihr seid klasse. Diesen Jahr in Grimma, das ist der Scott McCrimmons, der sich hier auch ins Ziel reinhechtet. Da liegt so Vorsicht beim Überqueren der Ziellinie, dass wenn jemand über den Haufen läuft, dann liegt nicht einfach das Ziel. Ja, genau. Kommt immer gut. Ganz, ganz toll. Das ist Grimma 2014. Und da gibt es super, kann man Bayern sein, also unsere bayerischen Freunde sind zufrieden. Wieder Leistung, das ist schön. Es ist ganz, ganz toll zu erleben, wie ihr mitgefiebert habt. Auch wenn es hier nicht um Platz 1, 2 und 3 geht, sondern um die hinteren Platzierungen, Top 20, vielleicht Top 25, trotzdem. Alle sind sie jetzt hier gekommen und machen hier einen tollen, tollen Job. Bei der Hitzeschlacht von Grimma. Frau von Zimmermann kommt ins Ziel. Alles gut. Aber da sind dann mal, die Jungs kämpfen hier. Ja, los! Deutsche Jugendjuniorenmeisterschaft 2014 in Grimma vom Saarländischen Triathlonverband. 1-0-0-37-02, Marc Trautmann. Also, der Jano hat es schon gesagt, es war hier ein illustres Schwimmen. 750 Meter in der Mulde in 9,39. Laufzeit 17,13, auch hervorragend. Am Ende wird er mit Platz 5 belohnt vom Triathlonverband Mecklenburg-Vorpommern. Herzlichen Glückwunsch, Lars Klingenberg! Und wir freuen uns für einen Mann aus Sachsen, wir freuen uns für einen Mann vom Sächsischen Triathlonverband. Er belegte in 1:00:22:23 Platz 4 an Philipp Dressel-Putz. Ja, und der Mike war in der vorletzten Laufrunde, wenn ich mich richtig erinnere, ja, quasi schon fast am Ende. Und dann eine Teamkollegin stand neben mir und feuerte ihn an und sagt: Mike, komm, hol dir das Ding nach Hause, den dritten Platz, du schaffst das. 16:49 ist er gelaufen. Wird belohnt mit Bronze 2014. Mike Waldo, Triathlonverband Mecklenburg-Vorpommern. Und der Mann, der wahrscheinlich geht, an Frederik Funk. Frederik kommt aus Bayern und auch da müssen wir noch die Geschichte erzählen, dass der Frederik erst auf Platz 3 lag, dann hat er den Mike noch überholt, lief nach vorn und wir schauten, ich glaube es war in der zweiten oder in der dritten Runde, kam er dem letzten oder dem letztendlichen Sieger ziemlich nahe. Doch streiten wir uns nicht über 50 Meter mehr oder weniger, aber 5000 Meter in 15:57 bei einem Triathlon. Er ist als erster ins Ziel gestürmt vom Triathlonverband Mecklenburg-Vorpommern. Deutscher Meister 2014, Peer Zönsken. Und wenn man den jungen Mann jetzt so sieht, könnte man meinen, er hat sich heute den ganzen Tag erholt. Ne? Ganz absolut entspannt. Das war aber auch so 15:57 bei diesen Temperaturen in dem Alter. Ja, bewundernswert. Der Fachmann staunt, der Laie wundert sich. Ja. Aber der Frederik hat so, ich glaube in der Runde 2, 3 hat er nochmal so die Luft gekriegt und da kam er ihm verdächtig nahe und dann hat er ein Turbo gezündet, aber trotzdem. Das hat ja gerochen, genau. Ja, ja. Ja. Ihr Lieben, ihr seid die besten A-Jugendlichen Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch! Der Bundestrainer hat ein Auge auf euch. Fangen wir wieder mit 6 an. Wie fändest? Das ist die Farbe der Küste und von saftigen Feldern. Das heißt? Das heißt Mecklenburg. Sieger, Deutsche Meisterschaft in der Länderwertung. Bitte schön, Jano. Länderwertung, Sieg an den Verband Mecklenburg-Vorpommern.
Männer, euer Applaus. Sensationelle Leistung. Herzlichen Glückwunsch. Grandios. Was ist jetzt, Carmen? Ja, ich frage nochmal sicherheitshalber.